Die Anzahl der Maps wurde gefragt. Lass mich schauen für euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Maps. Es gibt tatsächlich 11 Maps. Und ihr denkt jetzt so, hä, nee, 11? Wirklich so viele Maps? Ja, es gibt tatsächlich 11 ganze Maps. Battery Snowdecked, Battery Drog, Fiske Fabrik, Brutalen Brücken, Fjellkanten, Viktorsen Bahnhof, Dwergwald, Gründheimtal, Kerstin, Sackbruck und Anniken. Oder Anniken. Oder Anniken. 11 Maps. Und die Leute schreien immer noch nach mehr. Gibt uns eine neue Map. Dabei gibt es 11 wunderbare, schöne Maps. Meine Zweitlieblingsmap spielen wir jetzt. Kerstin. Es ist eigentlich schon sehr krass, das muss man auch mal sagen. Bei all dem Gemecker, das man da manchmal so hört, muss man auch mal ganz deutlich sagen, dieses Spiel hat einen Haufen Maps, oh mein Gott, und auch noch verschiedene, also die variieren dann zumindest vom Wetter her. Aber wir brauchen noch eine 12. Map. Bin ich aber auch ganz ehrlich, noch eine neue Map wäre geil. Wir brauchen eigentlich nochmal eine neue Map. Eine Indoor-Map wäre geil, oder? So eine richtige, so ein Kaufhaus. Das ist mein Traum einfach. Eine Map einfach in einer riesigen, verlassenen Mall. Und es gibt bei dieser Mall mehrere Etagen, wie so ein riesiges ECE-Kaufhaus. Oder wie das KDW oder so. Mehrere Etagen. Und diese Mall hat irgendwie 5, 6 Haupteingänge und das sind die Exits. Glaub mir, das würde so abgehen. Und dann macht die Mall so ein paar Stockwerke groß, macht die Gänge schön breit, dass man da jetzt nicht um jede Ecke looten kann, sodass das nicht ganz unfair wird. Map-Design, einfach mal schön was Nettes bauen und die Leute einfach mal in so eine Mall stecken und die dann da auch richtig kämpfen lassen. Von der Größe her sagen wir mal so eine Größe wie Sackbruck. Oder sagen wir mal, so halb so groß wie Kerstin. So, das ist die Mall. Das wäre die Mall. Also sagen wir mal, guck mal, das ist ja übrigens, das ist ja der Fisch hier. Habe ich ja schon mal erzählt, ne? Dass Kerstin ja ein Fischfilet ist. Seht ihr den Fisch auch? Also man sieht ihn ja wohl ganz deutlich. Und der Fisch ist unterteilt. Einmal hier vorne in den Kopf mit dem Unterteil. Das ist sozusagen die Outlands hier, der Wald. Und dann gibt es das Hauptfiletstück. Das hier, das ist der große Berg mit Wald. Und sagen wir mal, nur das Filetstück, das wäre die Mall. So eine richtig große Mall. Am besten noch oben mit so einem freiliegenden Dach, dass man auch mal noch, wenn man ganz nach oben geht, dass man auch so irgendwie oben noch was hat, wo man so rausgehen kann, wo man ein bisschen Himmel sieht. Oh, ist jemand. Ey. Ja, und dann lasst uns zu 12 auf diese Mall-Map und dann lasst uns ja richtig Chaos machen. Es gibt irgendwie 5 Stockwerke. Auf jedem Stockwerk startet, spawnt jeder auf der anderen Seite und einer oben auf dem Dach oder einer unten in der großen Empfangshalle und dann geht's los. Es gibt überall Geschäfte links und rechts. Diese Mall hat 100 Stores oder so. So wie so eine richtige Mall halt. Die haben auch 100 Stores. Jetzt denkt man so, ja, 100 Stores ist ganz schön viel, so, aber es ist einfach ein ganz normales Kaufhaus. Und wie zum Beispiel einfach die großen Shopping Malls in Hamburg, Stuttgart, Berlin und so weiter, die haben noch mehr als 100 Geschäfte. Also sagen wir mal so eine norwegische Mall mit 100 Stores, da ist ein Handyladen drin, da ist ein Reisebüro drin, da ist ein Food Court drin, da ist ein großer Mediamarkt drin und so weiter. Und natürlich alles komplett verwüstet, weil Endzeit-Szenario und so weiter, aber überall Loot. Also diese Map ist so ein richtiges Loot-Monster. Dass du erstmal, wenn du anfängst, wenn du spawnst, gar nicht weißt, wo soll ich hingehen?
in welches Geschäft soll ich als erstes reingehen? Hier ist überall sind Lootpunkte. Du wirst so richtig erschlagen. Vor allen Dingen, wenn du dann boostest und die Mall so richtig hoch boostest, dann kannst du da 5 Rucksäcke vollpacken. So viel Loot müsste es da geben. So eine richtige Traummap einfach. Das wäre so eine richtige böse Map, weil zum Beispiel jemand, der da nur raufgeht, um Kills zu machen, der würde so richtig durch die... Oh, warte mal ganz kurz, wir haben hier Telefon. Lucky Guy. Fuck, wo ist der hin? Oh, wie viel Leben hat er denn? Wie viel gottverdammten Leben hat dieser Typ? Guckt euch... Oh mein Gott, guckt euch meine Munition an. Ich habe ihn auf die letzte Kugel geholt. Yo, was geht ab? Was hatte er denn für eine ekelhafte Pumpgun dabei? Ah ja. Mann, die RPK, ich will die eigentlich nicht liegen lassen, aber ich habe keine Munition mehr dafür. Es macht keinen Sinn, die jetzt weiter mitzuschleppen. Ich muss hier weg, ich höre schon wieder irgendwie... Von überall höre ich was. Footsteps. Ich habe meine Waffe nicht mehr, mit der ich eigentlich der Killer bin. Ja, naja. Auf jeden Fall, wenn jetzt jemand in diesem Kaufhaus, ich bin jetzt immer noch wieder, ich gehe wieder zurück zur Mall, weil ich mich da jetzt schon so schön drin verloren habe, will ich das auch wenigstens nochmal vernünftig zu Ende bringen. Hoffen wir, dass kein Außenseiter mehr dazwischen kommt. Also 12 Leute in der Mall und einer davon ist so einer, der aus den Top 10 der Kills nicht wegzudenken ist und jede Runde eigentlich gerne alle Kills macht. Dann ist das ein richtiges Schlachtfest in dieser Mall, aber... Diese Mall ist eben keine Mall, wo man ja so wild rumrennen kann, weil es ist natürlich Indoor. Und es gibt große Abschnitte, es gibt sowas wie so ein riesiges, unten so ein riesiges Empfangsdings. Es gibt große Gänge und Rolltreppen, so lichtdurchflutete Flure und so, wo man auch natürlich Movement an den Tag legen kann. Aber es gibt keine Büsche, wo man sich verstecken kann und so. Und es gibt halt viele solche Momente wie diesen hier. Ja, also zum Beispiel stell euch vor, das ist jetzt der Eingang von einem Shop. Ja, braucht jetzt viel Fantasie, ich weiß. Aber sagen wir mal, hier geht's rein zum Keksladen. So.
Und dann ist da der Keksladen. Das hier ist so der Tresen und die Kasse und so weiter. Und da ist der Backdoor. Da, wo die Toilette und so für die Mitarbeiter ist. So, und da ist jetzt... Da kannst du jetzt natürlich, wenn du jetzt hier so reinkommst und reinrusht, kann natürlich jemand jetzt genau hier so sitzen. Und während du reinrusht, zack, 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 zack. Shopkämpfe in der Mall. Ich würde es feiern. Was sagt ihr dazu? Wie würdet ihr das finden? Plattenbausiedlung fände ich auch. Fände ich auch eine coole Idee, ja, stimmt. Ich liebe Jans Forschungskraft. Ganz, ganz kurz und nebenbei, ich fantasiere mir hier irgendwie irgendwas zusammen und ganz nebenbei spiele ich auch noch das Spiel. Ich bin wirklich, ich muss jetzt mal selber kurz anmerken, ich bin, was das angeht, bin ich wirklich besser geworden. Am Anfang hätte das hier nebenbei einen Telefonkandidaten mit Pumpgun niederstrecken, während ich über eine neue Map philosophiere, die ich mir gerade zusammen fantasiere in meinem Kopf. Das hätte es früher nicht gegeben, das hätte ich früher nicht hinbekommen. Insofern, Übung macht den Meister, auch beim Stream, das ist so. Wann immer ihr irgendwas lernen wollt und besser werden wollt, der beste Tipp, do it. Ist einfach so. Alle haben auch immer gesagt, mach einfach, das kommt mit der Zeit. Und ich so, ja, ja, ich glaube euch ja auch, aber es ist halt immer so Überwindung, ne? Es war mir schon klar, dass das irgendwann funktioniert, wenn man das möchte und das auch macht und öfter macht. Logisch. Ich war ja auch nie dagegen, aber ich habe immer so gedacht, ist immer leichter gesagt als getan dann, ne? Aber jetzt habe ich gerade irgendwie, jetzt gerade ist es so, hat es in meinem Kopf so, kennt ihr diesen Moment von How I Met Your Mother, wo es so clear macht, wo die alle so einen Moment haben von einer Erleuchtung? Kennt ihr das? Bei How I Met Your Mother? Da gibt es so eine Folge, da... Moment, es hat gerade nochmal clear gemacht. Clear. Und zwar, der Abwurf ist hier. Da macht es dann so clear, wenn man so etwas plötzlich so realisiert. Ah, das wusste... Ach so ist es. Ja, ja, stimmt. Jetzt habe ich es richtig gecheckt. So ein Moment war das gerade, so ähnlich. Ich glaube, bei How I Met Your Mother war es doch nicht ganz so. Ich glaube, da ging es noch mehr um Sachen, die man vorher immer so alltäglich so hingenommen hat, aber nie so richtig verstanden hat, was dahinter steckt. Ich glaube, so war es auch noch. Und dieses Clear war dann immer so der Moment der Erleuchtung, aber so einen hatte ich gerade auch so ein bisschen. So. Kompstation brauchen wir nun wirklich nicht mehr. Wo ist denn dieser Panzer? Auf dem Foto ist doch dieser Panzer. Ah, ich weiß. Hier, das ist hier gleich um die Ecke. Jetzt können wir natürlich nur hoffen, dass Abwurf braucht Tarnfeld. Und ich brauche noch ein ganz bisschen Glück, um hier lebend rauszukommen aus dieser Partie. Abwurf braucht Tarnfeld und dann holen wir uns noch den Schatz. Jetzt dahin gehen, Schatz holen, zurückkommen, Abwurf einpacken, wieder zum Exit laufen. Ist das vielleicht die bessere Idee? Nein. Moment mal, wir gucken mal eben. Ping. Okay, wir haben da oben jemanden. Ist Tarnfeld drauf? Nein. Oh, okay. Mist! Jemand ist oben beim Detektor. Und jemand war vorne an der... War kein Störsender mehr. Oh, nee, okay. Augen zu und durch, aber den Schatz holen, das machen wir nicht mehr. Der wäre jetzt nämlich noch irgendwo hier gewesen. Da hinten ist der Panzer und der ist dann hier irgendwo. Ich weiß es nicht. Komm, ab zum Exit. Ist egal. Gleich kommt von da der Gegner. Wir müssen hier weg. Mit Tarnfeld wäre das jetzt nochmal eine andere Geschichte gewesen. Mit Tarnfeld hätten wir noch den Schatz ausbuddeln können, aber... Ich gehe lieber lebend von der Map mit dem Abwurf auf Tash und dieser netten Geschichte
über die Mall, über die Map meiner Wünsche. Und den Abwurf, den machen wir natürlich jetzt auch noch auf. War eine richtig coole Runde mit dem Telefonduell. Das hat gebockt. Das hat Spaß gemacht. Wie der mit seiner Pumpgun einfach nicht sterben wollte. Naja, immerhin Glas. Herrlich. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Mir hat es mal wieder richtig Spaß gemacht mit euch. Und vor allen Dingen waren es wieder coole Runden. Das muss ich auch dazu sagen. War wieder richtig cool, in den Outlands unterwegs zu sein. Ihr schreibt noch. Was schreibt ihr denn noch? Plattenbausiedlung finde ich, wie gesagt, auch richtig geil. Ein Fjord. Ein Fjord wäre... was ist ein Fjord? Ist das so ein Hafen mäßig? Fjord. Was? Ah ja, das ist so ein... Nee, ein Fjord ist... ist durch einen Bergpass ein Flusslauf. Richtig? Und man fährt dann so den Fjord entlang. Ist es richtig? Ist es das? Ein Fjord ist ein Tief, genau. Ein Tief ins Landesinnere reichender, schmaler, langgestreckter Meeresarm, der an drei Seiten von Festland umgeben ist. Okay, wäre jetzt auch nicht schlecht, wäre aber im Prinzip jetzt nicht großartig anders als die anderen Maps. Eine Outdoor-Map mit einer schönen, beautiful Norwegen-Landschaft. Hätte ich auch nichts gegen. Hauptsache eine neue Map, Leute. Die 12. Map, sie muss her. Vielleicht bekommen wir sogar noch mal eine in der nächsten Zeit, wer weiß.